Einen wunderschönen 22. Dezember. Ich habe was Großes heute im Gepäck. Und zwar diesen iPad-Stand von ChargeIn. Und das ist der Mac Float. Ein kleiner, großer iPad-Stand, den man so für seinen Schreibtisch verwendet, mit einer Aluminium-Base. Sehr, sehr solide. Und der gibt einen ganz guten Display XDR-Vibe her. Zumindest mein Gefühl so. Der ist so sehr angelehnt an das Design, an so ein klassisch, erinnert schon an einen iMac, muss ich sagen, und hat ein paar nette Funktionen. Beispielsweise lässt er sich Querformat oder Hochkant betreiben. Er hat so ein Soft Material, das die Unterlage ist, um das iPad dort magnetisch aufzusetzen und dort einfach zu drehen. Und zu tippen darauf, der hat erstaunlich wenig Wobbel, muss ich sagen. Also wenn ich an verschiedene Stellen tippe, dann wobbelt es wenig. Und als iPad-Besitzer, so viel kann ich euch sagen, ist man immer auf der Suche nach dem besten Stand. Diese Suche hört nie auf und hat jetzt hier eine nächste Stufe gefunden. Und auch so Funktionen wie, ihr sitzt jemandem gegenüber und klappt dann einfach euer iPad zu ihm um ihm was zu zeigen. Sehr nett. Wirklich sehr, sehr nett. Allerdings, und hier kommt die schlechte Nachricht, der lässt sich noch nicht kaufen. Also zumindest noch nicht so richtig. Das ist ein ehemaliges Kickstarter-Projekt und wird jetzt pre-verkauft. Das ist auch ein Prototyp, den ich hier habe. Der ist schon ein bisschen angekratzt und angefasst. Der macht so die Runde durch die Redaktion. Soll aber jetzt demnächst kommen. Die sind da ein paar Monate sind die am werkeln und es ist wahrscheinlich wegen den Pandemiezeiten gar nicht so leicht, so eine Produktion auf die Reihe zu bekommen. Ich finde, der ist sehr, sehr nett. Also selbst der Prototyp ist sehr, sehr nett geworden. Also besteht so aus drei Teilen, die sich durch kleine Schrauben zusammenfügen lassen. Ist recht leicht, ist nicht dafür gedacht, dass man den täglich auseinander nimmt. Aber wenn ihr in euer Sommerhaus fahrt oder eure Strandvilla, dann nehmt ihr ihn kurz auseinander und packt ihn in den Rucksack und dann geht es auch mit. Hat so eine ganz nette Kabelführung, also kommt so ein Kabel mit, was abgeknickt ist und was das Kabel dann hier hinten durch die Kabelführung leitet. Ich mag ihn. Also ich mag diese magnetische Idee, auch wenn der jetzt nicht so schwer ist, dass man ihn mit einer Hand abziehen kann vom Stand. Man muss schon so die zweite Hand anlegen und dann nimmt man das iPad einfach ab, aber dann geht das. Der Mac Float von ChargeIn. Bald hoffentlich im Verkauf, im Moment im Vorverkauf. Ich habe einfach mal es gewagt, ihn hier mit reinzunehmen. Vielleicht schreibt man sich den mal auf eine Liste und guckt mal nach, wann der so zu erhalten ist und wie man den bestellen kann. Die Suche nach dem besten Stand als iPad-Benutzer, die hört nicht auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.